Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Pokémon Showdown Party. Wir spielen heute wieder im OUST und das mit einem neuen Team, nämlich einem Regenteam, das aus Pelipper, Megasonbex, Kapuriki, Kingdra, Restaldiero und Tentantel besteht. Wir spielen hier ein Wahlglas Pelipper, um einfach mal den maximalen Schaden raushauen zu können, wie wir nur können natürlich, mit den Attacken Hydro-Pompe, Hurricane, Surfer und der Kehrtwende. Mit der Kehrtwende bekommen wir die Switch-Advantage und wir spielen ein offensives Pelipper über einem defensiven Pelipper, weil ich mir einfach denke, ein Regenteam braucht eigentlich eine Offensive, möglichst wenig Defensive, denn die Spiele werden nicht lange dauern und deshalb denke ich mir, ist ein offensives Pelipper besser als ein defensives Pelipper. Kommen wir zum nächsten Pokémon, das Main-Pokémon im Regen, nämlich Megasonbex, physisch-offensives Megasonbex natürlich, mit Kaskade, Erdbeben, Ice Punch und Radiant, Waterfall, ja richtig, somit kann es mit Waterfall sehr viele Pokémon hart treffen, Erdbeben auch hart treffen, Ice Punch können wir solche Pokémon wie zum Beispiel Garchomp, Lanrus, Tyranitar sehr effektiv treffen. Und dann haben wir noch Regentanz bei diesem Set, denn wenn Pelipper gestorben ist, können wir vielleicht nochmal den Regen mit zum Pex aufsetzen. Ja, oder... Ja, egal. So, das nächste Pokémon ist Kapuriki mit Donner, Kehrtwende, HP Eis und Volt Switch. Ich denke, das ist das beste Set im Regenteam. Donner natürlich trifft den Regen 100%, U-Turn und Volt Switch sind für das Switch Advantage. Mal sehen, was wir spielen, HP Eis für die Boden-Pokémon. Kommen wir zu unserem zweiten Swift Swim-User, nämlich Kingdra. Kingdra spielen wir mit Wahlglas, mit der Hydro-Pompe sehr Vertragemedia und mit der HP Electric, dass wir Mantak sehr aktiv treffen können. Wir spielen Kingdra über Quajutsu, also Ash-Quajutsu, denn man spielt Kingdra nicht so oft. Da dachte ich mir, spielen wir Kingdra. Kommen wir zum nächsten Pokémon, Restaldiero. Restaldiero harmoniert in einem Regenteam sehr gut. Und es hat ja auch die Fähigkeit an Burden. Das heißt, wenn dieses Pokémon das Item verloren hat, ist es doppelt so schnell. Und weil es das Electric Seed hat, verliert es das Item, wenn das Elektrofeld draußen ist, das durch Kapuriki verursacht wird und wird doppelt so schnell. Mit Schwertanz können wir uns setupen und Akrobatik, Heilschirm, Kick und Brain Punch sind die Attacken unserer Wahl. Kommen wir zum letzten Pokémon, Ferrothorn. Wir spielen es mit den Tarnsternen, Power-Up, Knock-Off sind die Angriffsattacke und Spikes. Ja, Tentantel soll einfach die Spikes rauslegen, beziehungsweise die Hazards mit den Tarnsternen und mit den Spikes und etwas aushalten. Es trägt auch die Anti-Kampf-Berry, also die Choppel-Berry, einfach dass es von den sehr aktiven Takten immer was tankt, denn Feuer wird geschwächt und durch die Antikampf wäre wir noch die Kampfattacken geschwächt. Und wir spielen hier lieber den Damprox über den Choice Packs, dass wir es 8 Runden statt 5 haben. Ich denke, das wird besser sein. Und Leute, wir werden einfach mal den ersten Gegner suchen. So Leute, wir haben einen Gegner gefunden und er hat den Katagami, Bundlebee, Mimikyu, Tapu Lele, Mamoswine und Tyranitar. Das ist das Team, was Poke-Aim gespielt hat, denn er macht gerade wie bei Ambidiffle Mamoswine to the top. Also will er Mamoswine ins Oyo bringen wahrscheinlich. Auf jeden Fall weiß ich, wie das Team sieht, denn ich habe sein Video gesehen, wie er mit diesem Team gespielt hat. Er wird auf jeden Fall mit Bundlebee anfangen und Sticky Web ist wirklich schlimm gegen unser Team. Wir werden einfach mit Tentantle anfangen und holen die Spikes raus, denn wenn er defogt, dann HP Fire. Okay. Ja, gut. Wir gehen jetzt in Sumpex. Was machen wir hier gerade nur? Egal, wir megen uns und gehen auf Waterfall. Und er geht auf Mogewald, die tanken wir uns. Warum setzen wir den Regen nicht auf? Auf jeden Fall gehen wir jetzt in Pharaoh und opfern unser Ferrothorn hier. Er geht auf Mogewald, ja, okay. Bitte, ja, gerne.
Er killt unser Pharaoh, das ist nämlich sehr gut, Leute, denn Kapuriki ist schneller und wir können jetzt auf U-Turn gehen und dann verliert er sein Bundle bei uns. Das ist für uns sehr gut, denn jetzt hat das Sticky Web nicht rausgelegt und das ist perfekt, auch wenn unser Zombie angeschwächt ist und unser Tantel gestorben ist. Das war ein guter Tausch, natürlich hat er ja Despotzer, wie konnte ich das vergessen? Auf jeden Fall gehen wir jetzt in unser... Er wird auf die Steinkante gehen und deshalb gehen wir einfach mal in Kingdra. Und unser Gegner geht auf Thunder Punch, tanken wir nicht so gut, aber wir sind schnell und hauen deshalb eine Hydro-Pompe raus, die diesem Despotzer Schaden macht. Oder er geht in Tapulele und wenn die Hydro-Pompe trifft, stirbt das Tapulele oder auch nicht. Oder durch den Sandsturm schon. Perfekt so. Jetzt steht es schon 5 zu 4 für uns. Er geht in Katagami. Okay, jetzt kann er die folgen und wir gehen in Pelipper. Und unser Gegner, was macht unser Gegner? Er geht auf Leaf Blade. Der Regen kommt raus und wir behalten natürlich unser Pokémon und wir gehen jetzt in so, für das Mimikyu brauchen wir Kapuriki, für Pelipper brauchen wir noch, wenn er den Sandsturm neu aufsetzen will, wir sacken deshalb Sumpex, oder ja, wir sacken einfach mal Sumpex. Ja, Set Sacred Sword, ja, habe ich mir schon fast gedacht, wir gehen in Kingdra und wir kalten jetzt, ob ein Surfer von Kingdra schon ausreicht, das Katana zu besiegen. Katana, ich weiß, dass ich am Anfang schlecht gespielt habe, das braucht ihr mir nicht zu sagen. So, der Regen ist draußen, wo haben wir das Rain Dance, Regen, Regen, wo bist du Rain, hier. So, der Regen reicht safe aus. Ja, der Regen reicht, also Surfer reicht aus und trifft ja die anderen Pokémon auch noch sehr gut. Surfer, perfekt, Katagami ist gestorben. So, für das Mimikyu brauchen wir, wie gesagt, unser Kapuriki. Für die anderen beiden Pokémon haben wir Restaltero und das Memoswein trägt einen Sash, glaube ich. So. Und wir gehen jetzt einfach, sacken wir Pelipper. Wir werden jetzt Pelipper sacken, ich denke, das wird das Beste sein. Und was tut unser Gegner? Thunder Punch, ja, habe ich mir schon fast gedacht, wir gehen in Kingdra und hauen den Surf wieder raus, der wir jeden Pokémon guten Schaden macht. So, er geht in Memoswine, er sackt Memoswine, sehr gut, es steht jetzt 3 zu 2 für uns, was sehr gut ist. So, Tyranitar kommt rein, wir sind schneller und deshalb gehen wir auf Surf und ich denke, Surf wird ausreichen, obwohl das Sandsturm draußen ist, weil wir ja das Wahlglas tragen. Perfekt. So, wir gehen jetzt auf Surfer. Und der Playruff, er ist schneller, er trägt, wir wissen, dass er ein hartes Wesen hat. Wir gehen in Kapuriki und drücken Giga Voltaic, also Z-Donner, trifft das Pokémon safe und er wird uns eigentlich mit einer Attacke nicht killen können. Mit Playruff und Shadow Sneak vielleicht, aber wir haben dann immer noch Kapuriki. So, wir gehen auf Volt Switch und dann müssten wir eigentlich dieses Spiel 2... Okay, wir haben noch Havlutscher, Electro Sea triggert, wir sind doppelt so schnell und Akrobatik ist es doppelt so stark. Und wir haben dieses Match 1 zu 0 gewonnen, obwohl wir am Anfang wirklich so schlecht gespielt haben, das muss ich schon sagen. Aber ich bin froh, dass wir wenigstens diesen Kampf gewonnen haben, obwohl wir einen schlechten Start gehabt hatten. So, dann spielen wir nochmal und ich bin gespannt, ob wir wieder ein Mammutl treffen. Bin schon gespannt. So, das habt ihr nicht gesehen, aber auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wirklich, ob wir noch einmal ein Mammutl entgegentreten. Ist mir schon ein paar Mal passiert. Aber Leute, ich werde cutten, bis ein Gegner auftaucht. So, Leute, wir haben einen Gegner gefunden und er zur Überraschung auch ein Regentanzli mit Pelipper, Sumpex, Kingdra, Weavile, Landros, und Magnezone. Okay, wir werden mit Pharaoh nicht lieben, denn ich habe Angst, dass er mit Magnezone anfängt. Deshalb fangen wir mit Pelipper an, unser Gegner fängt mit Magnezone an. Perfekt so. Wir gehen jetzt in unser Swampert, denn wir resisten alle Attacken, was Magnezone drauf hat und können uns Megan und schon eine Attacke frei draufhauen. Er geht in Pelipper, okay.
Pelipper ist ein wenig blöd. Also gehen wir in... Wir gehen in Feral? Und er haut Scold rein, der wird keinen Schaden machen. Perfekt so. Er wird jetzt in Magenzone gehen. Aber das ist mir egal. Und gehen wir... Sag mir Feral hier. Ist Feral wichtig in diesem Kampf? Das ist die Frage gerade. Er kann auch auf Hurricane gehen, was ich aber bezweifle. Ich will kalken oft, ob das ein offensives ist oder ein defensives. Pharaoh, Hesterzetter, haben wir das gleiche Set? So ähnlich könnte man sagen. Auf jeden Fall, ich spiele ein Pelipper, Choice Bags. Surfer würde im Regen ein und er spielt ein defensives. Gut zu wissen. Und ich spiele auch noch Seedwas. Okay, so. Er wird auf jeden Fall nicht Hurricane drauf haben. Also Siedewasser, Defog. Keine Ahnung. Oder steht Pelipper Defensive. Er kann Uten, okay. Wir könnten auf Knockoff gehen und das Magnetron das Item abzuschlagen. Und das werden wir auch tun. Oder er geht sogar in Lanroost, was noch besser ist. So verliert er sein Item. Oder es trägt ein Set Item. So, wir holen die Rocks raus. Er geht. Holt auch die Rocks raus. Interessant. Und wir holen jetzt die Spikes raus. Knockoff. Okay. Die Antikampfbeere. Er hatte keinen Kampf-Pokémon, also war das okay. Wir holen jetzt. Wir gehen auf Power Whip, um dem Lanroost die noch Schaden zuzufügen. Oder killt uns mit Z-Fliegen. Nein, killt er uns nicht. Wir machen ihm noch ein wenig Schaden. Gehen auf Spikes. Er wird uns jetzt mit dem Knockoff killen. Oder auf mit Erdbeben, egal. So. Wir gehen jetzt in unser Sumpex, megen uns und drücken einfach mal Surfer. Wir haben genug Hazard auf uns auf seiner Seite. Ich denke, das wird reichen. Und Resladero wird aufräumen, würde ich mal sagen. Wenn wir auf Plus 2 sind natürlich. Sind wir schneller als eine Rain-User und schneller als Weavile. Auch schneller als Choice für Weavile. Entschuldigung für einen kurzen Cut. So, jetzt Pelipper gegangen und wir gehen jetzt in unser Kingdra. Er geht vielleicht auf Scald, ja. Resist mir vierfach. Natürlich verbrennen uns. Soll ja nicht anders sein. So, die Frage. Okay, speziell defensiv. Gehen wir auf Dredder. Mich interessiert, ob wir ihn mit Kingdra, ob wir mit ein Hydro-Pompes rausnehmen. Mit einem Draco würden wir es rausnehmen. Mit HP Electro sicher. Und wir gehen einfach mal auf Draco. Und er geht in Magnetzone. Interessant auf jeden Fall. So, Draco macht okay einen Schaden. Und gehen in Sumpex, denn wie gesagt, seine Attacken resisten mir vierfach. Und der Regen ist doch draußen. Also kann Sumpex sicher etwas gegen ihn machen. Und er geht auf eine Elektro-Attacke, bitte. Er geht in Kingdra, okay. So. Kingdra ist gut angeschwächt. So, wir sind langsam und das denke ich auf jeden Fall. So, die Frage ist, sägen wir unser Pelipper? Wir haben Train Punch. Mich interessiert jetzt eigentlich Havlucha. Electro Seed Sweeper. Hier hat ja ein Swampert. Mega sagen wir einfach mal. Or you Rain Sweeper. Wir machen mit High Jump Kick circa 60% Schaden. Das ist nicht genug. Gut. Und er würde uns einen guten Schaden machen. Im Regen killt er uns auch. Okay. Er wird auf eine Wasserattacke gehen. Sollen wir das Predict on Kingdra gehen oder gehen wir Pelipper und stacken unser Pelipper? Das ist die Frage. Caprico und Havlucho, die kommen, brauchen wir noch. Wir stacken unser Pelipper. Denn er hat doch sein eigenes Pelipper und er müsste schon den Regen aufsetzen, wenn er will. So. Wir gehen jetzt in Kingdra und drücken Draco und dann verliert er ein Pokémon. Ja, wir gehen auf Draco. Er muss rauswechseln. Deshalb gehen wir auf Surfer. Er geht in Magnetzone. Surfer killt es. Perfekt. So. In welches Pokémon geht unser Gegner jetzt? Ich denke, Surfer ist die beste Entscheidung. Er geht in Kingdra. Perfekt. So. Wir gehen auf Surfer.
Wir gewinnen das Speedteil leider nicht, aber vielleicht gewinnen wir das nächste Speedteil, wenn er natürlich auch ein missiges Wesen spielt. Gewinnen wir das Speedteil? Jawohl, wir gewinnen den Speedteil und unser Kingery belebt noch uns. Eine Runde ist der Regen noch draußen, Surfer. Und er muss auf Eissplitter gehen. Er geht auch auf Eissplitter, okay. Weil wir kein Life-Up-Damage mit diesem Pokémon gesehen haben, denke ich, dass er gewahlbannet auf dieser Attacke ist. Und wir gehen jetzt einfach. Wir könnten auf Kaperiki und dann auf U-Turn gehen. Oder wir gehen in Sumpex und gehen auf Kaskade. Wir gehen in Sumpex und gehen auf Kaskade. Wenn ein Pelipper geht, verliert er seinen Pelipper. Oder in der nächsten Runde, egal. Auf jeden Fall sind wir doppelt so schnell. Perfekt. So, Crit meldet nicht, denn wir sind jetzt schneller und können das Pelipper rausnehmen. Nice. So. Und jetzt geht es zum Sumpex. Wir gehen auf Waterfall. Ich bin gespannt, ob wir das Speedteil gewinnen. Wir gewinnen das Speedteil, machen den Swampert sehr guten Schaden. Er killt uns nicht und er gibt auf. Interessant. Wir haben das Regen. Den Regen. Auf jeden Fall haben wir dieses Spiel gewonnen gegen ein Regentanzteam. Und Leute, ich werde einfach mal den nächsten Gegner suchen. So Leute, wir haben einen Gegner gefunden und er hat ein Simsala, Tapolele, wahrscheinlich Mega Simsala, Katagami, Quajutsu, Landroostie und Magiana. Wenn das Landroostie weg ist, dann macht Reslatiero einen sehr guten Job. So. Wir fangen natürlich mit Pelipper an und unser Gegner fängt mit Tapu-Lele an. So. Wir wechseln raus in unser Pharaoh. Wenn er auf Focus Blast geht, resisten wir das dank uns Choppelberry. So, wir holen jetzt die Rocks raus. Ich denke, das wird sehr wichtig sein. Und er geht in Landroostie, okay. So, hat er einen Defogger? Ja, Katagami. So. Wir gehen in Swampert und unser Gegner geht auf die Tarnsterne. So, wir megen uns und drücken. What? Drücken wir Ice Punch oder wir drücken Ice Punch, denn vielleicht geht er ja in sein Katagami und ja, Katana und Ice Punch macht ja halbwegs guten Schaden. So, wir gehen jetzt in unser Pharaoh und er geht in Landroostie zurück. Okay. So, wir gehen auf die Spikes natürlich. Und starten den Timer. Ferrothorn brauchen wir eigentlich nicht, denn das wird eher ein offensiver Kampf sein, würde ich schon sagen. Und Spikes nochmal. Und wir haben genug Stacheln. Wir haben genug. Wir gehen auf die. Okay, so, perfekt, so. So. Wir gehen in Pelipper und hauen einen Surfer raus, der jeden Pokémon guten Schaden zufügt. Wenn ein Katagami geht, verliert es ein Katagami und sind wir schnell als Landroostie, wenn es ein physisch-defensives ist, dann vielleicht. Er geht in Tapu-Lele raus und er verliert jetzt sein Tapu-Lele. Nice, richtig nice. Das ist sehr gut. Oder verliert sein Tapu-Lele nicht, denn es tankt das. Was mich überrascht. So. Wir werden rauswechseln in unser Kingdra vielleicht. Überlebt Kingdra diese Attacke, das wäre sehr gut. Und Z-Attacke sicherlich nicht. So. Wir gehen in Swampert, drücken Waterfall. Er verliert jetzt sein Tapu-Lele, er wird es so sacken, würde ich mal sagen. Und ja. Perfekt. So, wir haben noch 5 Runden in Regen oder 4 besser gesagt. Und dann wird er, wird jetzt wahrscheinlich in Katagami gehen, oder? Und versucht zu defogen, das kann ich mir gut vorstellen. Er geht in Quajutsu, das ist mir lieber und wir gehen auf Erdbeben, wir sind schneller und er verliert sein Greninja. Er geht in Landroostie, okay. So, wir gehen auf reicht Waterfall aus im Regen, so. Swampert. Rain Dance Sweeper und hier hatten Landroostie, physisch defensiv, sagen wir einfach mal. Und Waterfall im Regen natürlich. Reicht nicht aus, also müssen wir auf Ice Punch gehen. Interessant. Er geht in Katagami. Okay, das haben wir natürlich predicted, Leute. Das haben wir natürlich alles predicted. Wir gehen nochmal auf Ice Punch und dann Scarf.
Das habe ich nicht gewusst. Oder nicht schlecht. So. Überlebt Kapu Riki auf plus 1 eine Attacke. So. Tapu Koko. Choice Specs egal. So, und hier hat die ein Katana Choice Graf. Okay, er killt uns. Dann müssen wir in unser Restladero gehen. Es resistet diese Attacke und wir gehen auf Train Punch, denn er wird die Leaf Blade tanken. Wir resisten noch. Wir bekommen noch ein paar KP dazu, dank dem Train Punch. Und unser Gegner geht es in Landros T. Okay, so. Wir gehen jetzt den Pelipper, sacken unser Pelipper. Wir brauchen Pelipper nicht. Und ich habe so oft in einem Wort Pelipper gesagt, als kann ich noch so oft Pelipper sagen, wie ich will. Pelipper. So, Alakazam, wir werden jetzt unser Pelipper sacken. Wir gehen auf U-Turn. Trizzlol. So, wir gehen jetzt den Kapuriki und drücken einen Z-Donner raus, um irgendein Pokémon noch guten Schaden zuzufügen. Er kann uns jetzt vielleicht killen mit einer Attacke, kann ich mir vorstellen, aber das ist uns egal, denn wir haben unser Havlucha Electro-Seed triggert. Wir gehen auf die Akrobatik und er wird es den Alakazam verlieren. Alakazam Tank. Okay, diesen Kampf haben wir leider verloren. Und auf welcher Ladder sind wir, wenn die Ladder updated? Und wir sind auf 1076. Okay, dann werden wir noch einen Gegner suchen. So, Leute, wir haben den nächsten Gegner gefunden und er hat Potro, Celesteela, Glura, Kelio, Magiano und Gengar. Auf jeden Fall ist das Potrot nicht so gut, denn ja, das Sticky Web ist blöd. So, wir werden mit Pelipper anfangen und gehen auf Surfer. Vielleicht gritten wir und wohl jetzt über. Ja, er hat robustes Eis, also ist das egal. Aber wir werden dann noch auf plus 1 mit Kingdra und Zumbex. Also, okay, und Restladero ist egal. Mit Restadero können wir sweepen, wenn Celesteela weg ist. Wir können uns setupen bei dem Pokémon Potrot nur. Sticky Web ein wenig blöd. So, Surfer, Potrot ist down wenigstens. Nur das Sticky Web. Auch wenn wir kein Defogger haben, ich denke, das ist egal. So. Was will Keldeo tun? So, Pelipper, Choice Specs, Keldeo, Choice Scarf. Helio, Choice Packs. Lol, eine Hydro-Pumpe würde uns wirklich killen. Ja, dann gehen wir in unser Pharaoh. Ich denke, Pharaoh ist die richtige Wahl. Und unser Gegner geht auf Callman. Okay. So, gehen wir auf Power Whip oder Kingdra mal 1,5. Okay. Gehen wir auf Power Whip oder holen wir die Rocks raus, denn für das Charizard brauchen wir, denke ich, die Rocks. Ja, Sacred Sword habe ich mir schon fast gedacht. Wir gehen jetzt in Kapuriki, er wird nochmal auf Sacred Sword gehen. Wir brauchen das Elektrofeld, denn Restadero muss schneller sein als das Keldeon es rausnehmen. Perfekt, so. So. Wir gehen jetzt in unser Havlucha. Können wir es? Nein, können wir nicht safe reingehen. Also gehen. Wir müssen Pharaoh hier leider sacken. Ist egal, wir gehen auf Power Whip, denn vielleicht predicted er was anderes und unser Pharaoh überlebt. Aber leider nicht. So, wir gehen jetzt in unser Havlucha, gehen auf Acrobatics, er muss rauswechseln oder verliert sein Keldeo. Wenn. Ah, verliert sein Keldeo, perfekt. So. Perfekt, so, wir sind auch auf plus 1 in der Physik, stehst du, als können wir irgendwas tanken. Magiana. Okay, wir gehen auf High Jump Kick und können dem Magiana dann schon guten Schaden zuzufügen. Der. Ein Crit, nice. Flirken überleben wir natürlich nicht, was sehr schade ist. Wir gehen in Pelipper und. Gehen auf Surfer. Und hoff. Wow. Wow. Das war dumm, glaube ich.
so, wir gehen in Kingdra und drücken jetzt immer ein paar Mal Surfer. Hoffentlich ist das kein Char-Y, sondern ein Char-X. Sonst wäre das nicht so gut für uns. So. Surfer auf Celesteela, er Protect oder nicht? Wir killen es so. Das muss ein Offensives gewesen sein. Perfekt. So. Gengar, da wir sind schneller als und killen es. Nice. So, und er muss wirklich in Char. Wir gehen in Kaporiki, denn Struggle können wir nicht gut einsetzen. Und unser Gegner ist ein Char X und setupt sich mit Schwertern ernsthaft. Wir gehen auf Sea, Thunder und Flame Charge, tanken wir uns. Diesen Kampf haben wir gewonnen. Perfekt. Zum Glück haben wir die Attacke überlebt. Obwohl, Mega Sumpex müsste eigentlich eine Attacke überleben, oder? So, Swampert. Oh, Mega Swampert natürlich. Und hier hat den Charizard X. Charizard X mit Schwertern. Sagen einfach die Dance. Und auf plus 2 würden wir zu 50% einen Hit tanken. Also, egal. So, 4 Kämpfe haben gemacht, 3 gewonnen. Okay, ein Kampf geht sich in diesem Part noch aus. Würde ich mal sagen. Dann haben wir 5 Kämpfe in einem Part gemacht. Und unser Gegner, Tapu Bulu ist der Hardcount gegen unser Team, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall hat der Heatran Tapu Bulu, also, oder Kaputoro, Zapdos, Zygarde, Scissor und Keldeo. Palippa, wir fangen mit dir natürlich an. Zygarde, okay. Tanken wir eine Attacke, weil dann bleibe ich drin und drücke Scald. Ah, sehr falsch. So, Zygarde, Choice Bands. Wir gehen vom Schlimmsten aus, wir tanken. Wir gehen in Pharaoh. Das ist, denke ich, das Beste, was wir hier tun können. Er geht auf Sub sogar, okay. So, wir gehen auf Power Whip, um den Sub zu zerstören. Oder wir können den Sub nicht zerstören. So. Brauchen wir Kingdra oder Sumpex? Nicht eins dieser Pokémon muss ich opfern. Und das wird wahrscheinlich. Ja, das wird wirklich Sumpex sein. Ich denke, vielleicht war das falsch oder nicht. So. Wir mögen uns, gehen auf Ice Punch und das wird den Sub zerstören. Und vielleicht können wir es killen. Ice Punch oder. Er killt uns jetzt mit Extreme Speed. Kann das sein? Wahrscheinlich. Und deshalb gehen wir in Kingdra. Bitte geh auf Extreme Speed. Er geht in Xerox. Das ist noch besser. So. Wir gehen auf Surfer, denn ich habe Angst, dass die Hydro-Pumpe nicht trifft. Er geht in Tapu Bulu. Und wir machen so gar kein Damage. So. Wir gehen in unser Pharaoh natürlich. In unser schönes Pharaoh-Thorn. Und er geht in Zygarde wieder. Okay. Wir gehen in Pelipper dieses Mal. Denn wir können auf Surfer gehen. Und ja, 1000 Arrows wird uns nichts machen. Toxic, okay. So, wir gehen jetzt auf Surfer wieder. Oder hat er Protect? Nein. Auf jeden Fall. Warte. Dieses Set kann überhaupt nichts gegen unser Leider ist der Regen nicht mehr draußen. Er ist schneller und kann uns Toxic stallen. Ist nervig, aber wir bleiben vorerst mal drinnen. Er geht den Keldeo raus, das ist noch besser, denn jetzt können wir unser Pharaoh gehen und den Regen wieder safe rausholen, der dann wieder ein paar Runden draußen ist. Pharaoh, Taunt, okay, wir gehen auf Power Whip. Er geht vielleicht auf, ihr wisst schon, er geht in Heatran sogar, okay. Wir gehen in Palippa. Wir gehen dieses Mal in Kaporiki. Magma Storm nimmt uns. Wow, das muss ein Offensives sein. So. Electro Seed will ich noch nicht draußen haben wegen einem Zapdos. Ja, wir müssen Pelipper gehen und gehen auf U-Turn predicten, dass er. Wir gehen in Kingdra's hart. Und er geht in. Er geht auf Protect, okay. So, wir gehen auf die Hydro-Pumpe, er protectet sich und. Wir gehen in Pelipper, wir predicten das Tapu Bulu
und gehen auf Hurricane und bitte bleib mit Tapu Bulu drinnen. Bitte. Oder gehen wir auf U-Turn. Wir gehen auf Hurricane, so bekommen wir wenigstens auf irgendein Pokémon guten Damage. Und wir... Warum muss Tapu Bulu überleben? Schlag dich selbst. Hornleech. So, Swampert. Und wir gehen auf Eispunch schon. Bitte, Tapu Bulu stirb. Er kann jetzt auch natürlich in sein Scissor rauswechseln. Überleben wir Waterfall. Überleben wir einen Bullet Punch. Wir resisten es und haben gute physische Defensive. Wir machen ihm noch guten Schaden. Wir flinchen ihn sogar. Nice. So, ein Bullet Punch würde safe nicht mehr ausreichen. Perfekt. So, wir können Xerox besiegen. Und der Regen ist leider nur noch eine Runde draußen. Das ist nicht so gut. Aber wir gehen auf Waterfall, Predictness, Zapdos. Oder auch nicht. Schade. Seit wann ist Kapuriki gestorben? Okay, diesen Kampf habe ich extrem vermasselt. Man kann sagen, was man will. So, Power Web, er will Sacred Sword. Ja, diesen Kampf haben wir safe verloren. Da bin ich mir eigentlich sicher. Rain können wir nicht mehr rausholen. Und Power Web trifft nicht einmal, ja. Schlag auf mich nur drauf. Ich verstehe das schon. So, Kingdra, er geht auf Subs. Wir gehen auf Surfer. Wir müssen auf Hydropumpe gehen. Ja, diesen Kampf haben wir leider schon verloren. Kill mich bitte, ich will diesen Kampf so schnell hinter mir vorbei haben, wie es nur geht. Und... Oder vielleicht kann... Nein. Zapdos! Wow! Wie er auf mich drauf tritt, denn Zapdos war der einzige Konter, wenn Havlucho nicht auf plus 2 ist. Es ist ein offensives auch noch, wow! Ja, diesen Kampf haben wir, wie gesagt, leider verloren. Wow, wir gehen in Havlucha und gehen auf SD, denn vielleicht wechselt er raus, vielleicht, und dann sind wir auf plus 2. Okay, Akrobatik auf Tapu Bulu. Und... Dann haben wir Tapu Bulu rausgenommen. Yay. So, Keldeo, Zapdos kommt rein. Wir gehen auf fucking Train Punch. Er ist sogar schneller, okay. Dieses Spiel haben wir leider verloren, aber dafür haben wir dreimal in diesem Pass gewonnen. Drei Matches gewonnen, zwei Matches verloren. Auf jeden Fall sind wir bei der Ladder, glaube ich, gestiegen, oder? Auf welcher Ladder sind wir? Und wir sind auf der Ladder. Aber auf jeden Fall, Leute, das war's für diesen Part. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Und wir sind auf der Ladder 1086. Also passt schon, würde ich mal sagen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Bis dann. Ciao.